Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Meine Oma Else, die war vor kurzem, ja, war die mit meinen Kindern draußen auf der Straße gewesen, ja, mit ihrem Lieblingsurenkel. Die ist ja ganz stolz, weil sie so viele Urenkel hat. Und dann ist sie auf jeden Fall mit dem rausgegangen, ne, und ich meine, die ist ja 85, die wird fast 86. Die hat natürlich so von Religion und der ganzen Sache, hat die natürlich jetzt keine Ahnung. Und die lacht sich über diese Sache bis heute kaputt. Guck mal. Da war die, sind die spazieren gegangen und dann sind die an so einer Skulptur vorbeigekommen, wo also Jesus hängt, wo Jesus am Kreuz hängt. Bei uns im Rheinland sind die meisten Katholiken. Und dann sehen meine zwei Mädchen das und sagen, was ist das denn? Was soll das sein? Warum hängt er denn da so? Ja? Was sieht da gefährlich aus? Da hängt jemand am Kreuz, ja, da ist er. Ja, ich glaube, man sieht doch, dass da Blut, das ist so gemalt, dass da Blut ist. Und meine Oma sagt dann nachher zu mir, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist der Allah. Bei meinem, ne, nach Christenglauben. Ja, klar, Ausbilder, sagt ihr sofort, Handela. Bei einer christlichen Glauben ist ja Gott als Mensch inkarniert auf die Welt gekommen. Dann sagt sie, als ich das gesagt habe, der Kleine, der 3 Jahre alt ist, sagt die, da sagt er, bist du verrückt? Das ist doch nicht Allah. Also der, und die sagt, und der ist sich darüber am Aufregen. Und dann sagt sie zu mir, und da habe ich mich gefragt, der ist doch so klein, ich meine, der kann gerade reden, ja. Er sagt dann immer, Satz, er kann kein Sch aussprechen, kann gerade reden, ja, ist gerade im Kindergarten 3 Jahre alt. Woher weiß der das, dass das nicht Allah ist? Dann sagst du meiner Oma, ja, die Kinder sind dann, und die Mädchen auch, das ist doch nicht Allah, Allah hängt doch nicht am Kreuz und ist gestorben. Und ja. Das heißt, die kleinen Kinder, obwohl die eigentlich überhaupt nichts wissen und verstehen, ja, die wissen das. Die haben sowas im Kopf drin. Die sind darauf programmiert. Guck mal, ich gebe euch mal ein Beispiel, das hört sich jetzt ein bisschen doof an. Damit euch klar wird, wie wir Menschen ticken. Lest mir mal das Wort vor. Fenster, sagt der Daniel. Hier steht übrigens Fenster, hier steht F-N-S-T-R. Aber jetzt hat jeder gesagt Fenster. Ich weiß ganz genau, jeder hat jetzt gesagt Fenster. Hier steht aber gar nicht Fenster, hier steht. Aber da du von deinem Gehirn so ausgebildet bist, dass du Worte nicht mehr liest, sondern erkennst, hast du gerade diese Wortkombination gesehen und hast das sofort als Fenster erkannt. Würdest du aber jetzt zu einem Kind gehen im ersten Schuljahr, das gerade anfängt zu lesen, das erkennt dieses Wort nie, weil das nicht schon 100.000 Mal über dieses Wort gestolpert ist. Kommst du zu jemandem, der Araber ist, der gerade angefangen hat, lateinische Schrift zu lernen oder Deutsch zu lernen, der wird das nicht sofort lesen können. Aber der hier zur Schule gegangen ist, obwohl da gar nicht Fenster steht, der erkennt die Worte. Und diese kleinen Kinder beispielsweise, die haben noch gar nicht so viel im Kopf, aber trotz alledem kennen die solche Sachen. Ja? Wie gesagt, die natürliche Veranlagung, das, wie gesagt, das war gerade nur am Rande von dem Thema. أدا يا صاحي كي تستريح.